Ich baue Kurzhanteln für mein African Home Gym. Lieber Donatella Esser, hier ist dem Swordfall John wieder in dem. Ey, der hat mein Gib mir 2 Wochen-Shirt an. John, Alter, geil. Vielen lieben Dank dafür, Mann. Ich habe es ihm ja geschickt, als er sich verletzt hat. Und er trägt das wirklich regelmäßig und oft. Nice, finde ich cool. Zweiter Teil von wir bauen unsere eigene Fitness. Und das letzte Mal haben wir ein bisschen Cyben gemacht und jetzt wir wollen heute Kurzhandel und Kabellackzug und so ein paar Sachen suchen und dann paar Dinge. Wie heißt Schön in den Stammladen, Stammlokal von meinem Vater, Bauhaus. Da sieht man, da trifft man meinen Vater täglich. Wo kann man die Shirts bestellen? Aktuell gar nicht mehr. Aber die kommen wieder, denke ich mal. Mit ein paar anderen Exemplaren auch noch. der Roh. Nichts rohe Dinge, weißt du, weil ich meine, so zum vor die Kurzhandel. Okay. Das ist für den Seilzug. Aber die ist klein. Ich denke, hier würden wir nichts finden, was wir wirklich brauchen. So. Aber wir haben andere daheim auch. Vielleicht können wir online größere Rollen Ja, finden. online, ja. Online. Ich brauch bald auch neue Rollen. Winterräder für meinen Stuhl. Ja? Ich bin nämlich ganz viel unterwegs mit dem Stuhl und so langsam brauche ich Winterreifen. Meint ihr, da finde ich welche im Bauhaus? Denke ich auch. Für einfache Seile kann man sowas nutzen. Das heißt, hier mit 6,50 hätte man schon so eine Aufhängung für einen Kabelzug. Die Leute, die müssen vorbereiten. Vielleicht kommt Corona nochmal. Weil Lauterbach hat irgendwas gesagt, Oktober oder irgendwas. Und Hoffentlich kommt Lockdown, Alter. Dann streamen wir jeden Tag von morgens bis abends. Dieser Lauterbach ist andere Baustelle. Machen alles, wir zocken, wir machen ASMR, wir reacten, wir machen alles. Lockdown hat viele Leute kaputt gemacht. Überleg mal, du gehst jeden Tag ins Gym und plötzlich kannst du nichts mehr ins Gym gehen. Und du kennst. Eye of Berlin, danke dir, mein Bruder. Vielen lieben Dank, Mann. Du brauchst Allrad. Allrad für den Stuhl. Ja, das wäre am besten. Ey, Freunde, war nur Spaß. Natürlich hoffe ich nicht, dass es einen Lockdown gibt. Chillt mal. Du kennst jetzt nichts aus mit Outdoor-Training oder Push-Ups oder Heim-Körperlaser-Training oder sowas. Du wirst kaputt gehen. Besser, wenn du das jetzt breitet. Ja, und hier ist wegen den. Kabel halt, weil wir müssen so ein Metall nehmen und die Metall wird eine Hook hier haben und dann kannst du die Hook so machen, aber da kannst du die Scheiben reinmachen. 6,95 € sehr billig, geht. Und das ist 2,50 €. Hast du ein paar Griffe, kannst du bis 1000 Kilo ziehen. Dann ab in den Wagen damit. Und dann. Der kommt aber nicht aus Gambia. Niemals, das ist ein Deutscher. Ist ein deutscher Penis. Sorry, aber weil ich bin in Deutschland, normaler Mensch, weißt du, was ich meine? 32er Durchmesser, ja. So wie eine normale Hantel. Würde ich normaler was, Kollege. John, worüber reden wir? Reden jetzt gerade über. Alter, das ist klein, Mann. Wo willst du das denn reinschieben? Wir wollen damit jetzt Kurzhanteln bauen. Okay, weil wir wollen den Kurzhantel mit dem Isoclear-Dose machen. Das beginnen müssen wir das hier. Kurzhantel mit Isoclear-Dose, okay? Kaufen, dass die Kurzhantel hält. So? So was, ey. Wer hat sowas? In Czech Republic haben die sowas. Hat mich gefickt. Nochmal bitte. Ey, Props gehen raus an den Cutter, ja, was hast du bitte gemacht? Sehr, sehr geil. Wochenende wir bei einem Fitmarkt und so, Alter. Ich habe geduscht, dann habe ich nackt geschlafen und so, Alter. Ganz nackt und so, Alter. Und dann habe ich in meiner Rücken gelegen und habe telefoniert bis 3:50 Uhr oder 3 Uhr etwas. Dann bin ich aufgestanden, habe ich Frühstück gemacht. Dann Frühstück von meiner Körper ein bisschen zu jucken. Dann habe ich gedacht, ich habe was von dem Frühstück gegessen. Du dachtest, es wäre Allergie. Ja, das habe ich gedacht, das war Allergie. Und dann plötzlich, das fang an, richtig zu jucken. Das war so die höchste Juck-Scheiße, ich habe gehabt in meinem Leben. Worauf ist denn der allergisch, Digi? Und dann bin ich heimgekommen, dann habe ich jemanden getroffen und so halt. Test zu teuer, ja, das hatte ich heute in der Reaction noch erwähnt. Das war ein Ehrenmove, wo der so sich vor dem Essen bei allen Jungs bedankt hat. Sehr, sehr geil. Finde ich geil, feier ich. Die haben das geguckt, die haben gegoogelt und habe jemanden Bilder geschickt oder irgendwas rumgefragt und sagt, das kann nur eine Bettpflanze sein. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen, Sonntag nach, habe ich mir Creme geholt, habe ich da drauf gemacht und die Juck ist runtergegangen. Der nächste Tag in den Arzt gegangen, Arzt hat geguckt einfach so und sagt, Bettpflanze. Vielleicht Leute kann das sehen in den Fitmarkt Dinge und denken mal was anderes, weil hier in Deutschland die Leute verurteilen immer, weißt du, was ich meine? Weil das ist in falscher Zeit gekommen. Weißt du, was ich meine? Ey, der braucht T-Shirts, weißt du, was ich meine? Und bei uns in Gambia.
Diese T-Shirts braucht er. Das war ein Samstag, ja, habe ich mit dem Tim und so ein Video gemacht. Ich habe keine Kleidung und die Bettwanzen war schon da und so. Und jetzt aber sagen alle, du hast Injektionsspritzen. Ja. Hast du die Pickel vom John Rucken gesehen, weil er ist doch jetzt oder sowas. War ein toller Wochenende auch, ich habe mit vielen unterhalten. Was denkt ihr, Freunde, John natural oder auf Stoff? Haben wir ja, glaube ich, schon mal gehabt, ne? Aber aktuell ist ja seine Form ein bisschen besser geworden. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass der was nimmt. Ich glaube einfach, es ist African Genetik und er lässt mal jetzt ein bisschen so den Döner-Teller weg. Bisschen den Döner-Teller weg und dann, dadurch ist auch direkt die Form besser geworden. Seite war keiner Döner-Teller halt. Leute sollen kommentieren, ob nächstes Jahr in die Fitmark Dave's ob eine Döner-Teller geben soll. Ich habe eine neue Geschmack. Wie heißt die? Fresh Jerry oder Fresh Cherry? Ich kann das nichts aussprechen, aber egal. Fresh Jelly, Alter. Baba, Alter, Baba, du kriegst Pump, richtig geiler Pump. Geschmack top, Konsistenz top, alles top. Und Pump. Baba ala Baba, Jungs. Booster kann man nichts mehr vor dem Training nutzen. Ich habe gestern, da war einer Junge. Er sagt, ah, darf ich probieren in Cleverfield? Ich sage, ja, auf jeden Fall. Er sagt, ja, nur ein bisschen. Ich sage, doch, kannst du. Und er meint, ah, ich bin fertig mit Training. Und ich habe gesagt, hast du eine Frau oder Freundin? Ich sage, ja, Freundin. Ich sage, Bruder, das geht auch. Aber wirklich. Kein Spaß. Arginin hilft euch auch im Schlafzimmer. Ne? Das ist kein Spaß. So nice, X. Danke dir fürs Prime-Obo, mein Lieber. Prime-Abo 3 Monate schon. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Pumpbuster kannst du nutzen vor dem Sex auch. Du kriegst so richtige geile Blutpump in deiner Schwanz und so. Richtig geil, Blutpump in deinem Schwanz oder sowas. Ey, John ist echt der Beste, Mann. Oh Mann, Alter. Oh Mann, nochmal bitte. Nochmal bitte. Pumpbuster kannst du nutzen vor dem Sex auch. Du kriegst so richtige geile Blutpump in deiner Schwanz und so. Yes, Leute, sind wir jetzt in unserer Home Gym, wie man sieht. Wir haben schon 4 Scheiben und das ist die fünfte. Da haben wir uns ja angeguckt, ne, wie der da die Scheiben zusammengebaut hat mit dem Betonmischer. Denn das heißt, müssen wir in die Zukunft auch eine machen, da haben wir 6. Weißt du, ich meine. Und das ist die Scheiben, das wir letztes Mal gemacht haben. Jetzt müssen wir rausholen. Und die darf der aber nicht fallen lassen, die brechen sofort durch, Alter. Nichts schlechtes, ne? Das ist ein bisschen porös, da hast du wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Wasser. Na, schau dir mal meine Scheiben an, die ich gemacht habe. Schau mal. Und du hast die Luftbläse nicht rausgelassen. Naja, okay, aber ich meine, schwer ist schwer. Hauptsache, wir haben um die 20 Kilo. Okay, wie man gesehen, wir haben ein bisschen mehr gemacht. Danach kann man das abschleifen, dass wir in die 20 Kilo Runde rankommen. Die werden noch geeicht beim John. In Gambia, we have a drum that you put here. It's called Tama. You know Tama? Nein. Wir haben die Isoclair, meine Lieblingsgeschmack hier. Fresh Cherry. Kennst du Cherry? Wir nehmen irgendwas und schneiden hier. Wir nehmen das Metal. Und das Metal wird hier irgendwas gemacht, dass die Dinge nicht später. Weißt du, was ich meine? Ich habe nichts verstanden, Freunde, ohne Spaß. Du machst immer ein bisschen in die Mitte, dann machst du die Rohre da. Und dann machst du so und machst du raus. Oder nimmst du ein Loch, machst du ein Loch rein in das Sand, machst du diese Dinge, bis du die Größe von dieser haben in das Loch vom Sand und machst du von da. Okay, der befüllt die Isoclear-Dosen mit Sand. Ich muss das in die Mitte schneiden. Mein Vater das sehen würde, ne? Der würde Augenkrebs bekommen. Ja, erstmal original Kurzhand. Jedes Mal, wenn ich ein Werkzeug in der Hand habe, der rastet aus. Der lacht mich einfach nur aus. Ich will nachmessen und sagen wir mal, wie viel? Kann man sagen, 16 ist gut. Ja. 16 ist ein 18. Ja, 18 ist gut, aber 16 auch, ist auch gut. Ganz hier bis hier muss ganz rein. Weißt du, was ich meine? Aber das kann nicht so ganz. Jetzt müssen wir einfach gucken, bis wir das so haben. Was ist, was ich meine? Bei mir ist hier 49. Ich finde aber wirklich die Idee, die er hat, unfassbar geil, Alter. Ja, mit dem afrikanischen Home Gym. Richtig geiles Projekt, Mann. Und dann vom 49 habe ich die 18 minus gemacht. Und was bleibt, divided by 2, then you have here. Just simple mathematics, bro. Ganz einfach, Freunde. Nobody can fuck with Schwarzwald-John. Jetzt wir bohren die Dinge, dass wir die Metals-Dinge später reinmachen, dass die Dinge nichts beweglich, weil später in die Training kann man das, die Kurzhandel runterfallen und dann fang an zu, irgendwann kommt das raus. Aber wenn du die Metal hast, dann kann nichts mehr rauskommen. Okay.
Und jetzt muss ich in Verdi Metal, weil hier habe ich Durchschnitt 11,9 halt oder so. Dann mache ich die Dinge 11, dass gut reinkommt, weil wenn ich Verdi Dinge 11,9 auch mache, dann wird nicht so besser. Stellt euch mal vor, jemand nimmt sich wirklich dieses Video als Anleitung für seine eigenen Geräte. Stellt euch das mal vor und der hört ihm noch so richtig ernsthaft dabei zu. Zu welchem? Ich verstehe die Hälfte nicht. Jetzt haben wir den Flex hier. Mal ein bisschen größer machen oder ein bisschen langer machen oder? Der braucht, wisst ihr was geil wäre, so ein Zweitkanal von John, wo der wirklich nur so Handwerker-Sachen zeigt, so wie damals. Okay, das war was anderes. Kennt ihr noch Art Attack, wo die immer so Kunst so gebastelt haben, irgendwelche Sachen gebastelt haben oder irgendwas gemalt haben? Der braucht so einen Zweitkanal, wo der immer in jeder Folge irgendetwas Geiles baut. Auch so Alltagsgegenstände baut, das wäre richtig geil. Immer dieser Bastelkleber. Ja, Mann, den Bastelkleber gab es einfach nicht, Mann. Orchun 17, danke dir fürs Abo. Gut so, ja. Wir brauchen 3. Denn ich meine, Zuschauer kann missbrauchen auch für Arbeit. Wenn jemand Arbeiter braucht, daheim wegen was zu machen, Fliegenleger, Maler. Ich kann das machen. Kennst du die neue Hotel hier, wo das Gefängnis war da? Da habe ich gearbeitet eine Woche. Ja? Ja, wirklich. Im Gefängnis oder im Hotel? Und warum nur eine Woche? Ja, weil ich habe eine dumme Idiot. Jebane, weißer Bastelkleber, ich schwöre dir, den gab es einfach nie. Den gab es nicht. Überall wollte meine Mama mir den besorgen, den gab es einfach nicht, diesen scheiß Bastelkleber. Voll die Verarsche war das. Die haben die. Art Attack hat meine Kindheit zerstört. Ohne Witz. Johnny Vienna, danke dir fürs Abo, Stufe 1, Mann. Jutta Sef. Weißt du, ja, das ist cool hier, das finde ich gut in Deutschland, dass du die, manche Leute so Angst haben vor ihrem Sef oder Sefin. Aber ich bin nicht so ein Mensch. Ich lass mich keiner. Du bist mein Sef, aber du bist nicht mein Gott. Wenn ich komme und du machst mich Blut an, das heißt, ich kündige mich sofort. Ich kann mich. Geil, geile Einstellung von John. Ist keine Kündigungsfrist oder Kündigung, nein, ich komme nichts mehr morgen. Wer? Er scheißt einfach auf Kündigungsfrist, er kommt einfach nicht mehr. Verlass seinem Heimat. Scheißegal. Und irgendwo anderes zu gehen, nur zum Arbeiten, um Steuer bezahlen. Niemand, oder? Würdest du das machen? Ja, jetzt machen wir mit der Decke hier. Kann sein, zum Beispiel, du bist so, aber du bist nicht in die, ganz in die Mitte, weißt du, was ich meine? Muss man gucken, das ganz in die, weißt du, was ich meine? Mhm. Nichts, die Kurzhandel vom einen. Wir brauchen bald ein Weißt du, was ich mein Counter vor jedem John-Video. Eine Seite, weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen habe ich überlegt mal, weißt du, was ich meine? Will ich einfach hier Linie hab, dann rest nicht hier bis hier, rest nicht hier bis hier, hier bis hier, dann bist du in einer, weißt du, was ich meine? Aber kann man auch Augenmaß auch nutzen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Mensch. Mit dem Fleck. Ja, Mann, der Typ, der mit den Gegenständen ein Riesenbild gemacht hat, so aus Socken, Unterhose und irgendwelchen Haushaltsgegenständen, der war auch richtig, der war ein krasser Künstler, Alter. Es geht nichts besser mit Messer. Haben Sie Voltaren da oder Ibuprofen oder so? Das wäre super nett, wenn ich... Das Pferdesalbe. Salbe habe ich. Bei wem ist denn da im Garten, wenn du die Besitzerin siehst? Pferdesalbe. Aber ist Tablette auch? Nein. Pferdesalbe ist keine Tablette, schmier dir das bloß nicht an die falsche Stelle, mein Lieber. Kann schnell nach hinten losgehen. Jetzt, wir sind soweit, haben wir die Metall-Dinge gemacht rein hier. Wenn man in der Baustelle arbeitet, wenn du brauchst irgendwie 5 Pfund Material, musst du 7 holen, falls 2 kaputt gehen und so. Deswegen, guck mal hier, ist sehr schön, aber die Äste war nichts schön, ist alles kaputt. Das ist, was ich meine. Deswegen lieber immer extra Dose Isoclear bestellen. Wir haben hier Regenwasser. In die Baustelle brauchen du nicht so gute Deutschkenntnis. Da musst du nur arbeiten können. John, falls du das siehst, ne, mein Vater sucht auch noch fleißige Mitarbeiter in seiner Baustellfirma. Weiß Bescheid, mein Lieber. Du kannst das schon gut hier. Das sieht doch etwas sehr flüssig aus, oder nicht? Der würde dir noch die polnische Baustelltechnik beibringen, dann bist du richtig guter Arbeiter. Und jetzt, wir machen das Zement hier rein, in die Isoclear-Dose. Was zahlt mein Vater? Auf jeden Fall unterm Mindestlohn zahlt er. Die Hälfte steckt er sich ein. Muss man manchmal mit dem Kopf arbeiten. Jetzt sind wir in die zweite. Ja. Warum benutzt du jetzt die Flasche statt die Kelle? Ja, wird dreckig. Na dann. Das hier? Na dann.
So sieht ungefähr aus, wenn Paco scheißt, Alter. Selbe Farbe. Immer nachmessen. Und jetzt sind wir fertig, weil wir können nicht gleichzeitig vier Dinge Seite machen. Deswegen machen wir erstmal zweiseitig. Und wenn trocken ist, dann machen wir die umdrehen und machen wir die andere Seite. Und erstmal, wir wiegen das und schauen wir mal, wie das wiegt. Aber plus minus ist nichts schlimm. 5 Kilo? Ja. Okay. Das heißt, es werden jetzt an die Zehner kurzhand. Ja, okay. Und jetzt schauen wir hier nochmal. Stark, Alter. Sehr, sehr stark. 5? Schön geeicht, das Gewicht. Schon perfekt auf 5 Kilo. Super. So muss das laufen. Danke alle, die mit meinem Code bist. Ja, Patrizia, der hat einfach konstant Jordans an, egal was er macht. Selbst auf Baustelle mit Zement trägt er die Jordans. Die letzten paar Tage habe ich schon viele Nachrichten bekommen. Das finde ich super, ich bin sehr dankbar. Ein Donut ist 6 Euro geworden, 6,50 Euro. Mancher Donut teller 12 Euro. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Aber die... Ja, Jakob, was hat er gemacht? Donatella gegessen und hat was gehabt? Die Lebensmittelvergiftung. Jakob, tut mir leid, dass du Bock hast, wegen meiner Videos Donatella zu essen. Da warst du wohl beim falschen Dönermann. Und du sowas gehabt, tut mir sehr, sehr leid. Ich grüße euch. 2 Tequila, das ist ein Mojito, ein Aperol-Spritz. Am 1. Oktober bin ich bei Tim Budersheim und mein Coach Stefan und Rap One und schauen wir mal mein Form. Weißt du, warum ich bin verletzt? Oh, geil. Da auf das Video bin ich sehr, sehr gespannt, Mann. Weil ich wollte, Tim hat mir gesagt, er ist richtig, ich weiß, er ist sehr stark mit Kniebeugen. Dann will ich hier bis 1. Oktober 300 Kilo paar Wiederholung beugen, dass ich ihm gestört und jetzt erste Tage Kniebeugen, Knie, das war eine dumme Idee. Aber. Danke, alle Zuschauer da, wir schaffen das, bleibt gesund, aber nichts nachmachen, alles, was ich immer mache in meinen Videos. Bitte, diese Physiopathie-Training muss man vergessen. In diesem Sinne, das kann ich machen. Patrizia, du bist schon Abonnement. Ohne nichts zu gucken. Ich bin ein Profi. Nur Intelligenz der Menschen sagt und das. Danke. Mach einfach Aufkleber ab und tu die dahin, wo sie hin müssen. Das war's, Freunde. Sehr, sehr geil, Alter. Schwarzwald John, mit diesem Projekt hast du mich vollgepackt. Gefällt mir unfassbar gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.